Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur ein Wort an die FDP und die Marktgläubigkeit. Wenn der Markt so wäre, wie Sie ihn beschreiben, hätten wir keine Finanzkrise gehabt. Die war ja nicht staatlich verursacht, sondern durch die Marktkräfte, die nicht funktioniert haben. Vielleicht sollten Sie sich das vielleicht mal überlegen. Meine Damen und Herren, was macht denn eigentlich eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik aus? Wann ist sie erfolgreich, Herr Altmaier? Sie sagen, erfolgreich ist sie, wenn die Beschäftigungszahlen positiv ist. Na klar, die sind sie, da freuen wir uns auch drüber. Aber gleichzeitig haben wir trotz dieser erfolgreichen Politik, was die Beschäftigungszahlen angeht, einen vollkommen wirren Arbeitsmarkt. Das wissen Sie auch. Die Zahl der Leiharbeiter steigt in den letzten 10 Jahren um 43% im Übrigen. Wir haben Bruttostundenlöhne der Beschäftigten in Deutschland, die für die untersten 40% der Lohnentwicklung auf demselben Niveau oder gesunken sind in den letzten 15 Jahren. Wir haben die Situation, dass wir am Arbeitsmarkt Situationen haben, wie zum Beispiel der befristet Beschäftigten ohne sachlichen Grund. Wenn das eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik wäre, Herr Altmaier, und wenn man Wirtschaftspolitik nicht nur so definiert, dass man sich die Zahlen der einzelnen Unternehmen anschaut, sondern das Interesse des Gesamtwohls als Maßstab einer vernünftigen Wirtschaftspolitik anlegt, dann war diese Wirtschaftspolitik in diesen Fragen überhaupt nicht erfolgreich. Überhaupt nicht. Meine Damen und Herren, ein weiteres Kriterium für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik wären ausgeglichene Handelsbilanzen, wie sie ja bei uns sogar im Gesetz stehen als Ziel der Wirtschaftspolitik. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Wir sind konstant seit 2012 über 6% Außenhandelsüberschuss. Meine Damen und Herren, besonders Schlaue unter Ihnen finden das auch noch gut. Das wundert mich dann natürlich schon, wenn man sich ein bisschen mit Volkswirtschaft beschäftigt. Aber meine Damen und Herren, erfolgreich ist das in dieser Hinsicht überhaupt nicht. Erfolgreich wären ausgeglichene Handelsbilanzen, die wir hatten. Wie kämen wir dazu, zu ausgeglichenen Handelsbilanzen? Zum Beispiel durch höhere Investitionen und zum Beispiel durch höhere Löhne. Das wäre übrigens auch sinnvoll, weil man damit Trump ein Argument nehmen könnte für seine Steuerpolitik bzw. für seine hohen Zölle, die er momentan versucht durchzusetzen in Europa. Sie provozieren geradezu mit dem, dass Sie da nichts tun in diesen Fragen oder viel zu wenig, dass wir Probleme kriegen mit unseren Exporten, statt dass wir durch höhere Investitionen Importe anregen. Selbst die Europäische Kommission, die ja nun nicht der Linkslastigkeit verdächtig ist, bemängelt das niedrige Investitionsniveau in Deutschland. Genauso übrigens wie die zu niedrigen Löhne. Deutschland müsse die Voraussetzungen schaffen, heißt es, Zitat, um unter Achtung der Rolle der Sozialpartner ein höheres Reallohnwachstum zu fördern. Ja, wir haben steigende Löhne, aber offensichtlich viel zu gering, damit wir da in ein vernünftiges Fahrwasser kommen können. Meine Damen und Herren, Investitionsrückstand für Schulen und Kitas, 55 Milliarden. Jede achte Brücke ist einem nicht ausreichenden bzw. ungenügenden Bauwerkszustand, sagt das Bundesverkehrsministerium. Ein Erfolg von Wirtschaftspolitik oder eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik wäre, wenn Sie hier beherzt herangehen würden und nicht so tun, als wäre alles sozusagen bestens, weil wir steigende Beschäftigungszahlen haben. Eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik ist mehr. Und im Übrigen, bei einer Zugfahrt von Hamburg nach Berlin können Sie per Telepathie eher erfolgreich kommunizieren als mit dem Handy. Der Ausbau in diesen Fragen, und Sie wissen das, weil Sie wahrscheinlich auch schon die Strecke gefahren sind, ist dringend notwendig. Wir sehen in diesem Bereich keine wesentlichen Fortschritte. Und ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Wann ist eine Wirtschaftspolitik erfolgreich? Auch wenn sie nationale Interessen berücksichtigt. Und ich sage Ihnen, das, was wir machen, bei der Frage Sanktionen gegen Russland entspricht in keiner Weise nationalen oder auch europäischen Interessen. Das wissen Sie. Der Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Cordes, auch kein Linker, hat mir gesagt, ein starkes Europa ist ohne Einbeziehung Russlands nicht möglich. Nicht möglich. Wenn man dann aber eine Politik betreibt, die permanent eigentlich dafür sorgt, dass dieses Zusammenkommen, auch wenigstens in wirtschaftlichen Fragen, nicht funktioniert, weil man dort mit Sanktionen und Ähnlichem handelt, dann entspricht das nicht den deutschen Interessen. Erfolgreich ist Ihre Wirtschaftspolitik nicht. Im Übrigen, ich habe den Eindruck, der Wirtschaftsminister hat in diesen Fragen eher die Agilität einer Wanderschnecke als das, was man erwarten müsste. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Als nächstes spricht Anja Heiduck für die Fraktion.